Herzlich willkommen zum 11. Klassik-Picknick hier vor der Gläsernen Manufaktur in Dresden. Wir hören heute die Sächsische Staatskapelle mit dem Dirigenten Obermeier Welber und dem großartigen polnischen Tenor Piotr Beschauer. Sie sehen, es hat sich einiges geändert. Wir sind ein bisschen näher zu Ihnen gekommen. Weiter geht's nicht, sonst wäre die Kapelle in den Bach gefallen. Das geht auch nicht, aber die besten Plätze haben Sie und ich glaube auch der Geschäftsführer von VW Sachsen, Kai Siedlacek, hat sich irgendwo unters Volk gemischt. Herr Siedlacek, hören Sie mich? Sind Sie irgendwo? Da, jawohl, ich sehe Sie. Ja. Vielen Dank, Herr Brümmer. Last man standing da unten. Vielen Dank. Ich möchte Sie im Namen von Volkswagen Sachsen, der gläsernen Manufaktur und unseren rund 10.000 Mitarbeitern herzlich willkommen heißen. Mein erster Dank geht an die Musikerinnen und Musiker der hervorragenden Staatskapelle Dresden, die wieder ein hervorragendes Programm für Sie vorbereitet haben. Des Weiteren bei den Kollegen der Volkswagen AG, die dieses tolle Event für uns ermöglicht haben, und ganz besonders bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und dem gesamten Orga-Team, die heute den ganzen Tag fleißig waren, um hier das für uns vorzubereiten. Innerhalb Windeseile waren die 3500 Karten vergriffen. Und darum mache ich es jetzt auch kurz. Ich wünsche uns allen einen unvergesslichen, schönen Abend. Viel Spaß. Vielen Dank. Vielen Dank, Kai Siedlacek. Heute steht alles im Zeichen der Romantik. Und wie das in der Oper so ist, diesen Opernkomponisten reicht Romantik nicht. Sie brauchen auch noch das große Drama dazu, um das Romantische erst richtig romantisch erscheinen zu lassen. So war das zum Beispiel bei Giuseppe Verdi. Die Inhaltsangabe zu Nabucco ist ziemlich komplex. Wir würden noch lange hier sitzen. Grundsätzlich geht es um eine komplizierte Liebesgeschichte. Aber das ist eben nicht genug. Man braucht auch noch ein unterdrücktes Volk, das hungert und nach Freiheit strebt. Und all das werden wir gleich in der Ouvertüre von Nabucco hören. Die Sehnsucht nach privater Liebe und gesellschaftlicher Freiheit. Sie werden auch die ersten Töne von Va' Pensiero, der großen Freiheitshymne der Italiener, hören, mit der die Italiener ihre Freiheit erkämpft haben. Um Freiheit und große Liebe geht es auch Cavaradossi in der Oper Tosca von Giacomo Puccini. Wenn Piotr Beschauer gleich hier auf die Bühne treten wird, sind wir schon am Ende der Oper, das heißt, wir sparen uns die ganzen ersten Akte. Er ist politischer Gefangener, möchte fliehen, sitzt auf der Engelsburg, weiß aber, dass die Flucht mit seiner Geliebten, der Schauspielerin Floria Tosca, vielleicht nicht ganz gut enden wird. Schauen Sie nach oben, er wird dort die Sterne sehen und über die Liebe und das Leben grundsätzlich nachdenken. Und wenn ein Tenor grundsätzlich nachdenkt, schenkt ihm Puccini immer eine großartige Arie, E lucevan le stelle. Anfangen aber tun wir mit einer Oper, die in Dresden zum ersten Mal aufgeführt wurde, mit der Ouvertüre zu Tannhäuser von Richard Wagner. Wir sind im Venusberg. Und das muss man sich ungefähr so vorstellen wie dauerndes Klassik-Picknick. Liebe, Lust, Leidenschaft, gutes Essen, tolle Musik. Aber dieser Minnesänger Tannhäuser sagt, jeden Tag Klassik-Picknick ist auch irgendwie ein bisschen schal. Ich suche die große Liebe. Ich will mein Leben mit Elisabeth verbringen. Und darum geht es auch in der Ouvertüre, um den Gegensatz zwischen Lust und echter Liebe, zwischen Himmel und Hölle. Und Sie sehen, wir können noch nichts hören, weil erst einmal empfangen wir die Damen und Herren der Sächsischen Staatskapelle Dresden. Und wenn die gleich alle auf der, ich mache mal ein bisschen Platz hier, ich springe einfach mal eine Etage tiefer. Und wenn die gleich alle hier aufgetreten sind, empfangen wir auch den Dirigenten Obermeier Welber. Viele werden ihn kennen. Er hat sehr viel mit der Staatskapelle in den letzten Monaten und Jahren zusammengearbeitet. Und Sie werden vielleicht am Ende auch noch ein großartiges Solo, eine Einlage mit einem ganz besonderen Instrument hören.
wenn Sie am Ende des Programms genügend klatschen und Ihnen alles gefallen hat. Ich wünsche Ihnen jetzt auf jeden Fall viel Spaß mit großer Romantik und großer Oper hier beim 11. Klassik-Picknick vor der Gläsernen Manufaktur. Vielen herzlichen Dank.
Piotr Beschawa. Die Lucewa an der Stelle. Die Sterne haben wir noch nicht da. Ich habe schon welche gesehen. Über den Wolken. Ja, genau. Eine Wahnsinnsarie. Am Ende eines Lebens wird man noch mal besinnlich, romantisch. Was geht diesem Cavaradossi da durch den Kopf? Naja, der, das ist ein Tenor. Also, das sind nicht viele. Also. Na, so Scherz beiseite. Es ist wirklich ein Ergebnis vom ganzen Abend. Also er geht, sieht schon einfach den Tod entgegen und denkt einfach über die Tosca noch da. Weiß nicht, dass er nach ein paar Minuten sie eintritt und dass sie noch versucht zu retten, aber ja, das sind nur so Hoffnungen. Vor allen Dingen, es gibt ja eine Liebe zwischen Cavaradossi und Tosca. Gleich singen sie Don José aus Carmen. Da ist es schon eine ganz andere Frage. Der Soldat und die spanische Zigarettenarbeiterin, Schmugglerin, wie auch immer, lieben die beiden sich wirklich? Also der Don José liebt Carmen auf jeden Fall. Ob das so umgekehrt ist, weiß ich nicht. Je nach Inszenierung. Aber ich bin sicher, dass dieser Moment, wo die Arie stattfindet, das ist wirklich eine Liebeserklärung. Und im Vergleich zu Cavaradossi, die Carmen ist immer anwesend. Also der Cavaradossi singt für sich eigentlich. Also in die Sterne. In die Sterne. Und Don José besingt Carmen. Das Fürchterliche passiert ja, wenn ihre Arie gleich aufhört. Sie endet mit Carmen, je t'aime. Carmen, ich liebe dich. Pause, Pause, Pause. Und Carmen antwortet. Non. Nein, ich liebe dich nicht mehr. Und das hören wir uns an. Sie entführen uns nach Spanien. Für das fußballbegeisterte Publikum da draußen, Portugal, Spanien, 1-1. Ja? Also machen wir es. Ich hab's gesehen. Machen wir es 2-1 für Spanien mit Don José. Danke, Piotr Beschawa. Thank you.
Schaber hat mir in der Garderobe erzählt, nee, bitte, oder soll ich so? Hat mir in der Garderobe erzählt, es ist auch unglaublich schwierig, diese Operncharaktere, wenn man die im wahren Leben sein müsste, ist die Oper viel größer als das echte Leben? Carmen, nein. Carmen ist wirklich die beste Beispiel vielleicht. Ja, da, jeder Mann vielleicht muss einmal ein richtiger Carmen wirklich erleben. Ja, durfte. Das ist aber sehr anstrengend. Ja, gibt viel Zeit. Zum Nachdenken, ja. Wir kommen jetzt zu einem anderen Komponisten, der genauso exaltiert war. Puccini, wir haben es eben schon gehört, mit Tosca, auch einer, wenn man die Partituren anguckt, der hat fast Comics da reingemalt. Nicht? Also man sieht sozusagen Brandlöcher von seiner Zigarette und man sieht an den Noten, wie emotional er komponiert hat. Wofür steht Puccini? Ist das ein so emotionaler Komponist? Ja, aber Puccini ist vielmehr poetisch, sagen wir. Das ist ein poetischer Komponist mit wirklich einer poetischen Seele. Und Bizet natürlich ist wirklich ein Rationalismus, pure Rationalism. Ja? Schmerz ist Schmerz. Es gibt keine Poetik hier. Und Puccini, nein. Und was wir spielen heute auf die Prelude Sinfonico ist wirklich nur eine kleine Poesie. Ja? Das ist sehr selten für Puccini. Er hat nicht so viel geschrieben, nur für Orchester. Aber das ist eine schöne Möglichkeit, vielleicht heute in diesem Klassik-Picknick ein anderer Puccini spielen. Das glaube ich, in seinem Studium in Mailand vollendet und war beeinflusst von Wagner, haben wir schon gehört, und Massenet werden wir danach hören, was auch zeigt, Romantik und Klassik ist nicht national, sondern die einzelnen Stile haben sich immer gegenseitig beeinflusst, oder? Ja, natürlich. Und natürlich, Wagner war ein so großer Einfluss, dass ich denke, dass auch wenn man hat gedacht, ich sag, zum Beispiel, man könnte denken, okay, ich möchte das nicht, ja, ich möchte diesen Einfluss nicht, aber das ist schon ein Einfluss. Ja? Und mit Puccini natürlich und mit Verdi, das ist dieser Anti-Wagner-Charakter, natürlich gibt es viel Wagner, zu viel Wagner vielleicht manchmal. Und aber in Puccini, was ich finde immer interessant mit dieser Puccini-Wagner-Freundschaft, ich finde immer interessant, dass Puccini, Puccini hat gesucht, vielleicht eine italienische Wagner schreiben. Ja? Nicht so viel, Verdi zum Beispiel, man denkt immer, das ist Verdi gegen Wagner. Aber nein, Verdi hat nicht so viel geschrieben gegen Wagner. Ich denke, das ist Puccini oder zum Beispiel in Fanciulla del West. Man könnte wirklich eine italienische Wagner-Oper hören. Ja? Und das ist interessant, ich finde, ja. Leidenschaft bleibt am Ende Leidenschaft. Danach hören wir Piotr de Schauer nochmal mit Massenet, Werther, schon wieder ein Tenor, der leiden muss. Er liebt Charlotte, Charlotte ist aber dummerweise verheiratet. Werther sagt in seiner romantischen Größe, tja, dann muss ich mich halt umbringen. Muss man das auch erlebt haben? Das ist immer die Französin, ja. Das ist das Problem. Klar. Roman Meyer-Welber und die Sächsische Staatskapelle Dresden. Viel Spaß.
Thank you.
Warum erwachen im Frühlingshauch? Warum erwachen auf meiner Stirn? Spüre ich deine Liebkosung und dennoch ist so nah die Zeit von Gewittern und Trauer. Warum erwachen im Frühlingsrausch? So ist es, wenn die Frauen die Männer verrückt machen, wie hier eben im Werther, gesungen von Piotr Beschauer. Das war schon fast das 11. Klassik-Picknick hier vor der gläsernen Manufaktur. Und ich sehe, die Vorräte gehen auch so langsam zu Neige. Alles aufgegessen, war fantastisch. Haben Sie zu schnell gegessen oder hat die Staatskapelle zu schnell gespielt? Wir haben anderthalb Stunden Zeit gehabt. Das heißt, ich kann hier gar nichts mehr fladern. Doch, da gibt es noch was. Eine Aprikose. Aha. Auch aus dem eigenen Garten. Ich hatte eben schon Kirschen aus dem eigenen Garten. Aus Kroatien. Kroatien, wunderbar. Mhm. Übrigens, weil wir es eben vom Fuß... Ich wollte nicht mehr essen und reden. Hat meine Mutter verboten. Sie haben aufgepasst. Sie waren letztes Jahr da. Genau. Übrigens für die Fußballfans 2-1 inzwischen für Portugal. Ja, da hat Don José auch nichts dran geändert. Also, ja, aber ich kann jetzt nicht auch noch was Süßes. Ja, in der Tasche stecken. Aber weil wir hier so romantisch zusammensitzen und das Motto des heutigen Abends ist ja Romantik und die gläserne Manufaktur hat ja diesen Wettbewerb, das romantische Foto, finde ich, machen wir beiden jetzt. Können Sie so romantisch gucken, wie Sie können? Und das schicken wir mit Hashtag Gläserne Manufaktur auf Instagram und vielleicht gewinnen wir beiden ein Essen hier in diesem super Restaurant da oben. Ja? Vielen herzlichen Dank. Okay, wir machen weiter und zwar mit einem Stück. Wenn Sie meine Mutter vom letzten Mal schon kennen, dann kennen Sie auch dieses Stück vom letzten Mal schon. Es ist Verdis Oper La Forza del Destino. Unglaublich kompliziert zu erklären. Liebende, Leonore, Alvaro, Don Carlo. Und es kommt alles irgendwie nicht zusammen. Am Ende sind fast alle tot. Und Schuld ist das Schicksal. Und das hören Sie jetzt gleich am Anfang dieser Ouvertüre krachen. Und dafür sorgt die Sächsische Staatskapelle und Oma Meyer-Welber. Nächstes Jahr das 12. Klassik-Picknick am 6.7. Und ich und wir würden uns freuen, wenn Sie dann wieder dabei sind. Und jetzt hören Sie das Schicksal.